Hallo zusammen, hier ist wieder der Daniel. Kurze Einführung vielleicht für die, die mich nicht kennen. Also ich bin ein Konsolenfreund, möchte ich mal sagen. Seit der Super Nintendo, als ich 12 war, bin ich dabei und es hat mich auch nicht mehr losgelassen, das Thema. Natürlich bin ich auch einer von denen, der sich am ersten Verkaufstag um die neue PlayStation 4 gerissen hat. Gott sei Dank auch bekommen hat und seitdem zum großen Leidwesen meiner Freundin auch viele, viele Nächte mit der PlayStation 4 vor dem Fernseher verbracht habe und das sehr genieße. Darum geht es aber heute gar nicht, sondern heute geht es darum, dass ich eine super Seite gefunden habe, die ich euch gerne mal vorstellen möchte. Neulich war ich auf der Suche nach Informationen zur PlayStation 4 im Internet und bin dann auf die Seite www.ps5info.de gestoßen. Das ist eine super Seite, also ehrlich gesagt ein Blog, der sich damit beschäftigt, wie denn der Nachfolger der PlayStation 4 aussehen könnte. Also gar nicht PlayStation 4, aktuelles Thema. Da gibt es ja auch zu genüge Informationen im Internet zu. Aber dieser Blog hier beschäftigt sich, wie gesagt, mit eigentlich allen im Internet auffindbaren Informationen und Gerüchten, was denn der Nachfolger einer PlayStation 4 so bieten wird, wann dieser kommt. Sehr interessant, so berichten sie zum Beispiel, dass eine neue PlayStation 5 wohl erst in 5 bis 6 Jahren auf dem Markt erwartet werden kann. Und hier dieser Blogpost, jetzt mal schnell zusammengepasst, sagt eigentlich, dass die PS Vita TV, die es in Japan bis dato erst zu kaufen gibt, eigentlich schon ganz guten Ausblick darauf geben kann, wie denn die PlayStation 5 aussehen könnte. Nämlich wahrscheinlich wird es eher ein ganz kleines Gerät sein. Hier wird auch vom Apple TV gesprochen. Wahrscheinlich diese Größe, das nur noch mit einem drahtlosen Controller funktioniert und wo sich eigentlich die meiste Rechenleistung, wie auch schon in vielen Firmen heutzutage, in der Cloud abspielt. Naja, diese und viele Informationen findet ihr auf www.ps5info.de. Schaut euch die Seite mal an. Mich fasziniert sie sehr. Der Link ist auch nochmal im Kommentar und ich würde mich über Rückmeldungen freuen, wie euch denn die Seite so gefällt. Also, bis dann. Ciao.